Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Ja, Season 8 von... Ja, von Season. ja, ich habe das letzte Season-Reise fertig gemacht. Es gibt wahrscheinlich nur 4 Season-Reise. Okay. Und habe dann Portalrahmen bekommen, die Flügel. Und die Rüstung ist jetzt komplett. Heute möchte ich gerne ein kleines Rift machen, um große Portalschlüsselsteine zu bekommen und ein großes Nephilim-Portal und dann vielleicht noch ein bisschen Kopfgeld machen. Hä? Aber das schaffen wir wahrscheinlich in diesem Part halt nicht mehr. Auf jeden Fall machen wir mal ein bisschen vorwärts, gell? Destruction. Aber ich freue mich auch, dann die anderen Sets zu haben. Die müssen wir halt auch alle noch finden, aber es geht ja relativ schnell im Blizzard-Spiel. Also Diablo 2. Aber das werde ich sicher auch Let's Playen bald, gell? Sogar schon früher, als das fertig ist hier. Wenn ich es kann. Wenn ich es nicht kaufen kann, dann kaufe ich es halt einfach irgendwo in einem Ingame-Shop. In einem Online-Shop. Und wenn ich dann... Oh, das blutet, cool. Die Axt ist blutig. Und wenn ich das habe natürlich, dann werde ich es natürlich mit Genüsschen jetzt playen. Ich bin ja ein extremer Diablo 2-Fan. Immer noch sehr. Und auch Mods machen und so weiter. Aber das werde ich ja dann sehen. Freut euch drauf, auf jeden Fall. Ich werde auch ein bisschen trollen in diesem Spiel, wie hier. Oh. ich habe einen in Champions of Regnum, also vom Video her kennengelernt und habe ihn getroffen, habe ihn direkt mal getrollt. Der Arme hat mich gleich mal angeschrieben und hat geweint, also hat mein in das Gesicht geschrieben. Oder wie man das auch erkennen kann, man kann es nicht gut erkennen. Aber auf jeden Fall, ja, sorry dafür, aber es war lustig. So, Tatsache ist es lustig. Ich bin ja ein netter Mensch, aber meine schwarzen Witze sind bitterböse, das habe ich von meinem Vater geerbt. Tut mir leid, mein Vater ist schuld. Gut. Jo. Aber schön, dass ich auch wieder Champions of Regnum mag. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Weil, ja, wenn man unterirdisch spawnt, einfach ins Spiel geht, neuen Server natürlich, neu starten muss, ja, und dann unten im Untergrund landet und alles von unten ansehen kann, ja, dann fühlt man sich natürlich schon ein bisschen verarscht. Na gut. Aber alles das im Regnum Part 61. Das geht noch nicht. Yep. Und in Diablo 3 gibt es wenigstens nicht mehr so gravierende Bugs. Durch Wände und so kann man auch nicht mehr gehen, ja. Schon echt gut gemacht, einfach so lange. Ja, es wieder nicht anfängt, dass man nicht vorwärts kommt. Das ist natürlich dann wieder bitter blöde. Ich habe nicht die ganze Zeit, auch weil ich Let's Player bin. Ich könnte es live streamen, aber kann es nicht, weil das Bild nicht aufgenommen wird. Tja. Noch nicht bereit. Ja, für OBS hast du Probleme. Machst du Probleme, hä? Ja, vielleicht muss ich das einfach nochmal testen. Vielleicht habe ich es auch nicht getestet im Fenstermodus und so. Doch, ich habe es im Fenstermodus testen müssen. Ja, es geht nicht. Tut mir leid. Ich kann es nicht leisten. Keine Ahnung, wenn jemand mir helfen kann, der darf natürlich mich gerne helfen. So. Ach ja, keine Schreine diesmal. Keine Pylonen.
Ah, das ist ja normal Sicht. Ja, doch, gibt's ja auch normal nicht. Naja. Ich spiele irgendwie zu wenig Diablo. Ich habe immer wieder manches nicht im Kopf. Ich werde Season 9 sicher auch Let's Playen. Wenn es so gut ankommt. Da müsst ihr nicht spielen, wenn ihr es halt nicht so mögt, gell? Also ich mag Diablo 3. Wir haben diese Welt ja. Zu einem Ein besseren Ort? Nein. Alles zerstört. Ich habe alles zerstört. Yay, das freut mich wieder. Ich liebe diese Goblins. Ich hasse das Loot, das Glücksspiel, aber ich liebe die Goblins. Weil ich das Glücksspiel auch hasse und dadurch mehr machen muss. Weil ich natürlich so viel Pech habe in diesem Glücksspiel. Das ist unglaublich. Ja, hallo? Ist hier niemand? Gut, gehe ich weiter. Ja, ja. Okay. Ein Hammer. Hammer. Ich, der Hammer. Ich habe einen Hammer gefunden. Das geht noch nicht. Noch einen. Eine Sackgasse. Wieso sind die jetzt so viel hier in dieser Ebene? Sind alles nur diese Gegner. Die Fettwärmste des Teufels. Die Fetten des Diablo. Das ist lustig. Das einzige Pet, das das konnte, war ja das Wiesel vom Demon Hunter. Und jetzt können es alle Pets machen. Ja, Blizzard so, ja komm. Nehmen wir kein Geld auf. Wenn ich wäre, dann würde ich ein extrem realistisches Spiel machen. Wenn man einen Dieb zerschneidet, dann wird der Geldbeutel zerschnitten und tausende kleine Münzchen kommen raus und die muss man dann alle einsammeln. Nein, nein, so böse bin ich auch nicht. Also so realistisch will ich ein Spiel auch nicht machen. Ich will immer das Spiel so realistisch haben, dass es nicht unfair wird. Auf keinster Weise. Aber ich bin ein Realismus-Fetischist. Also ich spiele gerne Spiele, die realistisch sind. Okay, Diablo ist nicht so realistisch. Aber es hat einen realistischen Touch. Zwar halt nicht mehr so gut, aber... Ja, ich bin halt einfach Fan. Ich bin Diablo-Fan. Ich kaufe mir einfach Diablo 3 und... Also ich kaufe mir einfach die Lizenz von Diablo und mache mir ein Diablo 4. Ich schnell sie weg. Ich nehme die Lizenz einfach weg. Ich hol sie mir. So. Okay. Ah ja, genau, wir müssen ja noch die Dinger umwandeln. Seht ihr, wenn ich kurze Pausen mache, dann vergesse ich meistens ein bisschen. Rekor, haben wir doch schon. Nicht? Okay. Ah ja, der Helm, das sieht ja auch gleich aus ungefähr. Ja, mehr oder weniger. Boah, der hat schon viel mehr Schaden. Ich weiß, was ich möchte. Ich wollte die Uhr anöffnen. Der Ring ist eigentlich irgendwie verpackt. Ja, das ist sowieso nur Vitalität und Widerstand. Pff. Scheiß ich drauf. So, aber zuerst möchte ich hier noch die Ringe. Ein Schnäppchen. Oh. Band der Macht. Ist schon nett. Aber... Ihr seht es. Ist nichts für uns. Komm, wir machen weiter. Kommt bald wieder. Bitte noch ein Nein. Ihr Mistsäcke. So, ich macht. Ja, komm. Nein, dann habe ich den anderen nicht mehr. Ich brauche diesen. Ja, den brauche ich nicht mehr. Komm, dann habe ich auch mehr Emme, also finde ich bessere Items. Wenn ich weniger MF habe, weil MF hat immer Negatives.
Ja, ein Sockel. Jetzt habe ich endlich mal wieder einen neuen Sockel. Yay, noch ein Sockel. Wo brauche ich noch Sockel? Genau hier. Ich brauche einen Ramadinsgabe. Hä? Vitalität. Toll. Weißte! Verdammt nochmal. Also tschüss. Ja, eigentlich, nein, bei ihm macht es nicht so viel Sinn, weil er relativ wenig Schaden. Ja, macht schon Schaden. Ja, minus 9. /224. Ja, komm. Schmeißen wir den weg. Tun wir den hier rein. So. Ja gut. Das Amulett kannst ja du haben. Oh. Wieso hat das plus 62? Das wird ja, okay. Also, großes Portal machen, ne? Gut. Ah, dann habe ich ja wieder vergessen. Ach komm, wir machen jetzt ein bisschen. Ja. Genau, das ist gerade hier. Nein, Bonus ist noch 2. Ach komm, das haben wir sowieso ganz schnell gemacht. Ich muss unbedingt einen Prunkring haben. Ja, okay. Wenn ich jetzt das gerade sehe, bin ich schon in einem neuen Ring. Ah doch, ich muss ihn zocken, ja. Komm, wir machen das im nächsten Part, hey. Es regt auf. Es nervt. Ich wollte noch die den Edelsteine reintun, und zwar das hier. Und hier habe ich ja einen Sockel. Wo ist der Edelstein? Wusche? Wie sieht der überhaupt aus? Das war... Nein, es war nicht der, oder? Es war der Blitzstein. Da. Ich hab's nur durch die 6 gesehen. Weil der Blitzstein habe ich gelb vermutet. Also gut, jetzt haben wir auch die Zeit hier. So. Gehen wir rein, meine lieben Süßen. Oh, gelb. Boah, Schaden. Ist ja Wahnsinn. Und durch den Ring halt auch noch von ihm. Der Ring habe ich ja immer noch. Ist gut, wenn man halt Begleiter hat, dann kann man immer alles dort reinschieben. Ach ja, das habe ich ganz allein gemacht. Season 7 habe ich wirklich mit der Gruppe gemacht ein bisschen, schon vor allem der Anfang habe ich mich ein bisschen pushen lassen und so. Und war nicht mal so schnell mit denen, hey. Das geht einfach blitzschnell bei mir. Dass diese Season ist mit Abstand die beste Season, die ich je gespielt habe. Und hier werde ich auch alles machen. Also zum Beispiel die Erfolge, wenn ich das schaffe. Natürlich, nur wenn ich es schaffe. Aber ich denke, ich schaff's schon irgendwie. Sonst muss ich halt die letzten paar Tage dann die Leute hier, die noch zocken, bereit halten, hä? Ja, eventuell werde ich sie dann schon ein bisschen früher ansprechen, damit einfach vielleicht die Leute auch mitmachen dürfen, wo die wollen. Ja. Aber das Hauptproblem ist einfach, dass ich halt nicht so oft hier bin und die Leute halt auch nicht mehr so kenne. Und Siegert hat auch nicht so viel Zeit und ist meistens früh morgens online und dann nicht mehr.
glaube, der muss auch arbeiten und so, und wäre vom Morgen dann noch zocken, bevor er arbeitet. Aber auf jeden Fall hat er am Abend dann keine Zeit mehr oder keinen Bock. Noch nicht bereit. Ja, und deshalb treffe ich ihn nie. Ist auch seit 7 Tagen nicht mehr da. Vielleicht ist er in der Ferien. Kann schon sein, dass er in der Ferien ist. Meine Hiebe vernichten euch. Ja, die Hiebe vernichten dich. Die vernichten euch, ihr kleinen Monsterchen. Schaut euch mal an. Meine Hiebe machen One-Hit. Also einfach heftig. Ich liebe den Schrein einfach. Hey, ich habe doch angemacht. Manchmal denke ich immer, Blizzard hat irgendwie ja das eingebaut, dass ich manchmal die Skills nicht einsetzen kann. Ich habe gedrückt. Das könnt ihr beweisen. Ihr habt das Video, ihr könnt links und rechts und links und rechts. Immer könnt ihr vor- und zurückspulen. Ständig, aber wirklich ständig. Ja. Hui, hui, yay, yay. Dankeschön, meine lieben Damen und Herren. Dankeschön. Wir machen jetzt weiter. Wir haben immer noch Blitze. Mann, die Blitze machen so viel Schaden. Das ist nicht mal ein Schrein. Das sind die weißen Blitze. Die machen so fetten Damage. Noch nicht bereit. Heftigst. Schade, jetzt ist der Blitz wieder aus, aber wir müssen irgendwie kriegen, oder was haben wir gelesen? Der Portalwächter. Portalitär. Dankeschön, meine Lieben. Dankeschön. Der hat keine Chancen. Ich muss unbedingt mehr höhere Great Rifts machen. In einem fernen Portal. Das wirksame Gift ist, das brauche ich. Ja, ich werde aber mehr Schaden aus allen Quellen. Ja, ja. Ich habe nur eine Quelle und das ist psychischer Schaden. Okay, da habe ich noch ein bisschen Feuer. Aber ja, ich muss in höhere, ich muss höhere Portale machen, das zerbricht langsam, ne? Ich schaue nie auf, das zerbricht. Ja, da habe ich noch einen Machtschrein gehabt. Das ist so wahnsinnig genial, ne? Nochmals ein Blacktons. Ich habe ja ein uraltes Blacktons. Ja. So, jetzt haben wir 17, jetzt können wir noch ein bisschen Kopfgelder machen. Da muss ich ja noch mal ein paar aufnehmen, aber ich kann ja zwischendurch nicht. Ding. Was? Das kann ich mir nicht. Hatte ich da. Ihr Scheiß. Die Katala, diese scheiß Katala. Also komm bitte Würfel, Leute, komm Kano, Kanais Würfel, hey. Ist doch nicht so schwer sein. 9% Schaden. Jetzt denke ich schon den Schaden, den ich mache. Heftigst. Also hier müssen wir Kasra Höhle besiegen. Ja, die Kasra Höhle ist ja die kleine, oder? Ich glaube schon. Muss so sein. Danke, die Blitze machen so viel Damage. Ich glaube, ich lasse den Blitzstein drin. Vor allem für den Anfang ist es ein Wahnsinn. Der Damage, der ich raus habe. Durch die Überlegenheit, durch den Schaden von dem Set. Ist schon Wahnsinn, wie stark der Lichtblitz ist. Hä? Damit könnte ich ja hohe Rifts machen. Ist nicht ganz hohe, aber natürlich. Recht hohe. Ich bin geheilt. Oh, du Arme. Ah, die Arme. Zurück in die Hölle, Hund. Hallo. Muss ich noch 5 Gegner? Ja, da ist das Ding. Hä,
Hey, ich habe doch 10 Bewegungsgeschwindigkeit und bin immer so langsam. Hey. Ich komm ja nicht vorwärts. Das geht relativ schnell, ne? Was? Blumok Grimmel? Ah, ja, ja. Hm. Ah, Blaruk. Jetzt kommt mal rüber. Blöd nur an. Niemand hält mich zurück. Kommt. Los. Ich werde wahrscheinlich die anderen Pets dann noch suchen müssen. Seid ihr dabei? Also wollt ihr das sehen? Es wird halt schwer sein, ich muss immer wieder rein und raus, oder? Ich werde einfach die gängigsten Goblin-Routen absuchen, hä? Ich weiß es nicht genau, aber ich möchte schon ab und zu, also nicht natürlich gang. Ich werde eventuell halt ein Part lang mal machen und dann vielleicht später wieder ein Part lang. Eventuell, wenn es euch zu langweilig wird, dürft ihr dann ein paar auch auslassen. Ich will ihn auf jeden Fall kennzeichnen mit der Schrift, dem Titel. Ich habe ja immer einen kleinen Titel. Also was in der Folge so passiert. Beziehungsweise, ja, nicht so gespoilerter Titel, aber ich werde dann einfach sagen, dass ich zum Beispiel, ja, am Goblin suchen bin. Dann wisst ihr, ja, ich suche die Goblins für die Pets. Und dann könnt ihr den Part auch auslassen, wenn es euch allzu langweilig wird. Aber auf jeden Fall Dankeschön für die Leute, die mich auch gut schauen. Also ich habe relativ hohe Zahlen schon. Ich habe 32 Minuten bei manchen Videos pro Tag. Und das ist wirklich täglich. Das ist einfach Irrsinn. Manche Leute sind so toll. Richtig nett. Dankeschön. Ich bin ja eher eine Randfigur eigentlich in YouTube. Also ich habe einfach das Problem, dass ich Schweizer bin. Und ich habe einfach nicht so gut Qualität Videos noch. Dass ich halt einfach immer zurückgelassen wurde und nie geschaut wurde. Und sozusagen einfach noch nicht so viele Abonnenten habe. Aber auf jeden Fall Dankeschön für jeden, der mich schaut. Ist richtig toll von euch. Gell? Ja. Okay, da oben. Kommt man jetzt hier nach oben? Ich bin, glaube ich, ganz falsch. Ja. Bin ganz falsch. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinem König zu ehren. Als wir ihn in seiner... Yeah, ich hab's geschafft. Nach oben. Der Mann muss nur gegen oben und das ist so unfair. Die Kopfgelder sollten eigentlich sofort gezeigt werden. Das habe ich nicht gesehen am Anfang. Man hat ja nie am Anfang das sehen. Komm, machen wir die Gegner mit. Ihr müsst hier kämpfen, hier müsst ihr kämpfen. Ich habe erst 5 besiegt. Ja, ich muss ihn einsetzen, jetzt schon. Ja, jetzt ist es dafür sehr einfach. Der Unterschied! Ich brauche unbedingt den Ring mit dem Schaden vom Wirbelwind. Oh, der wird sowas von reinhauen. Ah ja, stimmt, ich bekomme ja kleinere Abklingzeiten durch das Gegner töten. Oder Kriten, nein, Gegner töten, glaube ich. So einfach gewesen. 126! Boah. Eine neue Bestleistung mit diesem Charakter.
Ich habe meine Bestleistung mal irgendwie 258, glaube ich. Ich glaube, ich habe das richtig Ding. Das war einer meiner besten Seasons damals. Das war auch schon 300 da zu besiegen oder 400 sogar. Tja. So, jetzt haben wir noch Tötet Renly. Und dann auch der Boss. Also mache ich diesen Part einfach ein bisschen länger, wenn es noch länger dauert. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt einfach Glück haben und den Prunkrieg bekommen. Sonst müssen wir halt einfach mehr höhere Schwierigkeitsgrade einstellen. Ja, ist ja relativ einfach mit dem Set jetzt. Da einfach ein bisschen mehr Damage. Ja, ich muss sowieso noch Ding machen. Tiffany. Ist es, nein, das ist nicht die, die das Pet Gabe gibt. Das Pet habe ich. Ist das die Succubus, die man bekommt, oder ist das ein anderes? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall muss ich mal die Gegner töten hier. Die Gegner töten hier. Jeder einzelne Kreuzritter war ein Krieger von außergewöhnlicher Kraft. Er beherrschte die Macht des Lichts. Yay! Jetzt bin ich Level 90. Schade, ich und. Da bekommt man ja auch alle 10 Level neues Porträt, bis man höher ist. 200 Jahren machten sich die Kreuzritter mit ihren knappen... Was ist jetzt? Das ist schon Teil 6, ey. Regt auf. Plappertasche. Du nährst einfach, das ist der Nervigste. Der redet immer so komisch. Das tut so ablenken. Jetzt darf ich die auch töten. Die Aranea. Sekt der Giftige. Ah, die Giftige. Sind Spinnen immer lang... weiblich? Ja, langweilig sind sie, ja. Alter Hammer! Habt ihr schon Angst? Habt ihr schon Angst? Seid ihr weich oder bin ich oder was? Ich weiß, dass es immer nach links oder rechts geht und nicht immer geradeaus. Deshalb, ich kenne den Dungeon schon. Habt ihr schon Angst? Nein, es ist ja gar kein Dungeon. Blizzard macht ja nur irgendwie einen anderen, Junge. Okay, mache ich noch ein bisschen länger. Habt ihr noch ein längeres Video? Und für mich sehr lange Zeiten zum Hochladen. Weil ich ja jetzt wieder auf 60 FPS hochlade. Tja, das geht meistens ungefähr doppelt so schnell. Ja, muss eigentlich doppelt so schnell sein. Ja, doppelt so lange. Tja. Aber für A bekommt ihr genug Parts pro Woche über. Pro Tag halt nur eins von Diablo. Und manchmal halt auch keinen, je nachdem halt. Tut mir leid, ich könnte schon mehr machen, aber dann müsste ich wieder das 30 FPS nehmen. Ja komm, Mädchen. Dafür habt ihr bessere Qualität, gell? Ja, ist suchtig, so. Ihr seid einfach suchtig von mir. Ich brauche mehr Zeit. So, jetzt muss ich aber vorwärts machen, dann ist es viel zu lange das Video. Ja. Ab vorwärts. Du Flasche. Was für eine monströse Kreatur. So, Sekunden besiegen. Diese kleine Spinne, Itzibitzi. Diese kleine Spinne, Itzibitzi. Oh, das war noch früher. Das war, da hatte ich extrem gerne geschaut. Da war ich noch relativ jung. Ist ja schon uralt, diese Trickfilm-Serie. Komm, Schätzchen. Bisschen langweiler. Du bist eine dumme Königin. Dumme Königin. Du siehst so hässlich aus. Wer hat diese Spinnen eigentlich designt? Die sehen wirklich hässlich aus. Das sind doch keine Spinnen. Das sind eher Panzerkäfer.
So. Aber wir haben wahrscheinlich das nicht bekommen, hä? Mit meinem Glück nicht. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener. Eure Tier. Was bekomme ich? Einen Streitkolben. Aber Pläne bekomme ich auch. Ah, nicht der. Langweilig. So langweilig, ey. Ich muss höher Schwierigkeitsgrade gehen. Gift Nova ist das hier. Schatten. Ja, dann muss ich nochmal im nächsten Part hier umwandeln, ne? Komm, das mache ich jetzt noch kurz. Das Video ist erst 31 Minuten lang. Ja, ja, mache ich noch ein bisschen weiter. Angriffsgeschwindigkeit, ja, nein. Okay, gut. Danke fürs Schauen, bis zum nächsten Part. Dragobasler, tschüss.